Was Sie jetzt hier sehen, das ist, dass die Digitalisierung bei uns auch alle Unternehmensbereiche durchdringt und wir natürlich die Arbeitsmethodiken und Tools, die heute üblich sind, ebenso hier nutzen, sowohl in Produktentwicklung für digitale Produkte, wie auch natürlich für unsere klassischen Produkte. Auch für diese ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten aus der Nutzung der Konnektivität. Energiewende ohne Digitalisierung wird nicht funktionieren. Diese kleine Box ist die Vito Connect 100 und die ermöglicht es uns, Wärmeerzeuger bis ins Jahr 1999 zurück ins Internet zu bringen. Dies ermöglicht dem Endkunden, dass er sein Gerät von jedem beliebigen Punkt aus von einem mobilen Endgerät bedienen kann. Er erlaubt es dem Installateur, aus der Ferne auf die Anlage zuzugreifen und damit dem Anlagenbetreiber eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen. Wir treiben diesen Gedanken weiter und werden Systemlösungen anbieten, die im Prinzip über die Vernetzung von Komponenten es dem Endkunden ermöglichen, sich weitgehend unabhängig von öffentlichen Versorgern zu machen. Hybridlösung ist die Kombination aus einem Ölbrennwertkessel mit einer Wärmepumpe. Sie kann im Prinzip sowohl mit Strom als Energieträger wie auch mit Öl als Energieträger arbeiten. Öl als Energieträger macht deswegen Sinn, weil wir in Deutschland 5 Millionen Ölheizungen im Bestand haben, die wir auch sinnvollerweise durch Ölheizungen ersetzen sollten, die allerdings wesentlich grüner machen müssen. Bei der Hybrid-Wärmepumpe kann der Nutzer frei entscheiden, ob er eine ökologische Betriebsweise wählt oder eine ökonomische. Die Anlage unterstützt beide Betriebsmodi. Sie kann also im Prinzip weitgehend auf Wärmepumpenbasis arbeiten oder auf Ölbasis. Diese Geräte sind natürlich vernetzt, weil sie müssen beispielsweise mit Preissignalen von Energieversorgern arbeiten.